suppose you better check for. Einen wunderschönen guten Morgen vom Nürburgring. Jetzt ist das Season-Finale von der GT4-Europameisterschaft hier. Ich bin gerade aus dem Auto gestiegen, hatte Qualifying. Dachte eigentlich, diesmal schaffe ich es unter den Top 5. Ja, jetzt ist der 12. Platz geworden. Ich hatte am Ende noch leider ein bisschen Verkehr, deswegen stehen wir jetzt heute auf Platz 12. Ich starte später das Rennen. Aber ihr wisst, in dieser Serie ist immer alles drin. Es entscheidet sich immer in der zweiten Rennhälfte. Und ich will unbedingt nach Champagner riechen. Qualifying ist vorbei. Der Reini ist ein saugutes Qualifying gefahren. Wir starten morgen am Sonntag um Platz 4. Aber bevor es jetzt heute Nachmittag losgeht für mich, muss ich noch zu einer kurzen Autogrammstunde drüben im Ringboulevard. Drüben im Ringboulevard und genau zum KTM-Stand. Da schauen wir uns nochmal den Simulator an. So Leute, jetzt ist es soweit. Vielleicht kann man es mir schon ansehen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Die Autos werden jetzt gerade noch fertig gemacht von den Jungs. Und in ungefähr 15 Minuten geht's los. Das ist Rennen Nummer 1. Wir starten vom Platz 12. Und ich hoffe natürlich, wir kommen möglichst gut durch die Startphase, haben dann einen richtig sauberen Boxenstopp und dann kommen wir ganz weit vorne an. Vom Platz 11 auf Platz 3 oder so vorgefahren. Das Auto war top, ich war der schnellste im Feld, aber ich konnte nicht alle überholen. Ich habe alles gegeben, Podium ist in Sichtweite, wenn jetzt nichts schief geht. Drück den Daumen. Seit drei Rennen verdient und endlich drauf! Jetzt gibt's schon mal, ja! 20 Tour Racing mit Fernand Stuck und Fernand Kuppler, herzlichen Glückwunsch! Knapp Nummer 22, Fernand Stuck und Reinhold Kuppler! Und Peter Kuppler erreicht auch die Profi für die Zauber.
So Leute, ihr könnt es zwar nicht riechen, aber ich riech's am Rhein, wir stinken nach Champagner. Wir haben echt den dritten Platz erreicht, war echt ein saustarkes Rennen. Ich glaube von beiden, wir haben echt einen guten Job gemacht. Du bist gleich von 11 vorgedonnert. Genau, von 11 bin ich gestartet auf, ich glaube, 8 und dann am Ende war ich irgendwie so 5. Und der Rhein hat dann echt souverän das Podium nach Hause geholt. Aber morgen startet der Rhein vom 4. Platz. Dritter Platz. Was hast du dir vorgenommen? Morgen geht's eigentlich nur mehr nach vorne. Also wo übergibst du das Auto? Ich hole genauso viele Plätze, aber wo sind wir dann wieder? Dann fangen wir ja ganz auf einer komischen Position an. Aber ich denke, morgen nochmal Podium, dann sollte das gutes Saisonfinale sein. Ich denke auch, da ist auf jeden Fall noch einiges drin. Einen wunderschönen guten Morgen vom Nürburgring Trigger Fast. Es ist so früh heute Morgen. Aber das letzte Rennen des Jahres steht an. Gestern sind wir schon aufs Podium gefahren und heute wollen wir natürlich unbedingt ganz oben stehen. Wir geben natürlich alles. Der Rhein startet von Platz 3 und dann ab der Hälfte des Rennens übernehme ich. Und ich hoffe natürlich, dass wir ganz weit vorne ankommen. Also gerade kam das Signal, 2 Minuten noch, bis die in die Einführungsrunde fahren. Der Rhein zieht sich gerade an und setzt sich gleich ins Auto. Ich werde ihm dann helfen, sich anzuschnallen und dann geht es richtig los. Jetzt wird geraced. Ja Leute, Start war super, wir sind am Platz 2, aber jetzt gibt es erstmal ein Safety Car, weil es ein bisschen gekracht hat in Kurve 4. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Dritter und vierter Platz. Das ist halt echt der undankbarste Platz, den man so erreichen kann. Ne? Aber ich habe alles gegeben. Hat leider nicht gereicht heute. So Leute, das Wochenende ist vorbei. Ein dritter Platz und ein vierter Platz. Ich glaube, es kann sich schon sehen lassen. Es waren über 45 Autos am Start, was echt ein krasses Starterfeld ist. Wir haben eigentlich echt einen souveränen Job gemacht. Am Ende wären wir natürlich doch gerne das zweite Mal aufs Podium gefahren, aber mein Gott, man kann nicht immer gewinnen. Naja, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, uns ein Like geben und am besten auch gleich noch abonnieren.